Ja, Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Nachdem es mit Azazel so gut geklappt hat beim letzten Mal, man sieht, wir haben mit dem schon alles geschafft bisher. Das Herz bedeutet ja oben, dass wir It Lives oder halt die Mutter besiegt haben, also das Herz. Dann das satanistische Kreuz ist klar, das ist der Satan. Und das normale Christenkreuz ist, dass wir Isaac besiegt haben. Das haben wir bis jetzt nur mit ihm geschafft. Mit Lazarus haben wir noch einen Stern. Was das bedeutet, weiß ich gar nicht. Was ist denn der Stern? Was bedeutet denn der Stern? Vielleicht, ich glaube, der Stern bedeutet, dass wir mit dem eine große, wie sagt man, eine große Gewinnchance hatten. Also mit dem hatten wir wirklich eine... Wir hatten mit dem halt wirklich oft hintereinander schon gewonnen. Damit, Blue Baby haben wir es ja auch schon mal geschafft. Mit Judas haben wir das Herz besiegt. Also das wird schon festgehalten, dass man das Herz besiegt hat. Damit Judas, selbst wenn man It Lives oder das Herz nicht mehr besiegen muss, um ein Ende zu bekommen, wird es trotzdem festgehalten, dass man es mit ihm geschafft hat. Damit mit Judas haben wir das Herz besiegt. Und ich werde jetzt nochmal Azazel spielen. Tut mir leid, Leute, der macht einfach so Spaß. Also ich finde den total episch, den Charakter. Ich frage mich allerdings, warum der erst jetzt im Rebirth ist und warum der nicht im Original schon drin war. Weil man hat, ihr habt es ja beim satanistischen Ende, also beim Satan-Ende habt ihr ja gesehen, dass es, dass Isaac auch zum Teufel wird. Und auch im Spiegel sieht man, also im Spiegel hat sich Isaac ja beim letzten Mal auch als Teufel gesehen. Da frage ich mich schon, warum es dann schon nicht gleich einen Teufelcharakter gab. Ich meine, klar, es gab eh einen. Das war Eve. Aber die hat sich ja dann nur verwandelt, wenn man so gut wie tot war. Da hat sie halt diesen Effekt gehabt, dass sie halt noch viel, viel mehr Schaden macht. Aber mehr war das halt auch nicht, oder? Und der Widow ist pink. Okay, der macht keine Spinnen. Und der hält weniger aus. Ne, hält gleich viel aus. Der legt aber Tumore. Okay, falls das Tumore sind, ich habe keine Ahnung auf Deutsch. So, ich habe zwei Herzen schon direkt. Wir haben zwar keinen Schlüssel, aber wir haben zwei Herzen gekriegt. Auf einer Ebene, das ist schon mal sehr schön. Keller 2. Und jetzt können wir auch Necropolis antreffen. Statt den Tiefen. Dort werden wir wahrscheinlich sehr, sehr oft auf diese scheiß Masken stoßen. Ja, wir haben Luck Up wieder bekommen. Da kommen wir nicht rein. Because wir haben keinen Schlüssel. Vor allem, man kann, selbst wenn der Laser so gut wie fertig ist, kann man immer noch damit schießen. Das ist, wenn er so dünn wird, kann man immer noch damit treffen. Für einen Moment. Das darf man bei diesem Laser halt nie vergessen. Das Geilste ist mit Azazel sowieso, wenn man Brimstone bekommt. Aber Problem ist, Brimstone erstmal kriegen. Das ist das Problem. Entweder beim Satan mit zwei Herzen rausschmeißen. Aber das würde ich höchstens machen, wenn ich eh schon viel Leben habe durch Schilde oder so. Sonst würde ich das gar nicht versuchen wollen. Den zu kaufen überhaupt. Vom Satan zumindest. Wenn klar, Brimstone geht voll ab, dann hat man halt einen Laser, der... über die ganze Map geht, hat einen ganzen großen Laser. Ah, da sind schon mal ein Haufen Schlüssel. Hat sich doch schon mal gelohnt. Nochmal Luck Up, sehr schön. Vor allem das Luck Up verbessert sich jetzt ja immer mehr. Ah, Luck Up. Luck ist also dieses Kleeblatt da unten. Aber warum ist das da dreiblättrig? Das müsste ja vierblättrig sein, oder nicht? Ah ja, jetzt können wir den Bonusraum betreten. Vor allem, wir haben ja auch schon den, Heiligenschein gekriegt. Was ist das? Energy. HP, Speed down, you feel Symphy. Was ist down? Speed, oh nein. Wir sind langsamer. Aber Schaden haben wir gekriegt, ne? Der Satan kommt noch nicht. Der kommt erst, wenn du Womp mindestens einmal geschafft hast, glaube ich. Naja, ist zufällig, wann der kommt. Also der Raum. Sie meint übrigens den Raum mit
der ab und zu kommt, wenn man einen Boss schafft. So, den haben wir jetzt ja easy gekillt, den Geist. Oh ja, nochmal All Stats ab. Jetzt sind wir wieder ein bisschen schneller. Ist echt schön, was wir bis jetzt gefunden haben, schon direkt am Anfang. Ich liebe ja Items, die alle Stats verbessern, weil dann werden alle um einen Punkt einfach erhöht. Das ist sehr praktisch. Und vor allem jetzt haben wir zwei Items, die das gemacht haben. Den Heiligenschein und den Pilz. Dumm ist, unsere Range ist halt immer noch für den Arsch. Gut, die hat sich minimal gesteigert, glaube ich. Minimal. Oh, ein weißes Herz. Liegen lassen. Ist schön, dass das ab und zu auch selber spawnen kann. Ohne, dass man da immer Glück haben muss, dass es am Ende vom Boss vielleicht kommt. Ich weiß nicht, sind diese Blutfliegen leichter? Also, irgendwie habe ich das Gefühl, sie sind leichter zu killen. Was bringt das eigentlich? Remote Bomb Detonation. Ah! Ich habe eine Ahnung, was das ist. Was legen wir eine Bombe? Tatsächlich, man kann die Bomben jetzt selber zünden. Naja, nehmen wir mal mit, falls man es... Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Man kann damit ja, wenn man eine Bombe hat und man will jetzt direkt beim Boss den damit sprengen, kann man das direkt zünden. Da ist nochmal Lack ab. Kann man nochmal Lack abkaufen. Mal Feuer weg. Schmeißen wir nochmal ein bisschen Geld. Schmeißen wir nochmal Geld rein. Schmeiß mal alles rein, komm. So. Auf einmal jetzt so, du wirst es bereuen, alles reingeschmissen zu haben. Na nee, das wird schon klappen. Schlüssel haben wir für die nächsten zwei Ebenen. Das heißt, wir können auf jeden Fall den Bonusraum betreten. Ich finde Schlüssel immer noch wichtiger als Bomben. Vor allem, weil man halt Schlüssel dringend braucht. Gut, Bomben braucht man auch, gerade für so Charaktere wie Azazel. Weil es gibt ja öfter ja diese Steine, die man sprengen kann, wenn ein Schild rauskommt. So, down. Piep, oh, nicht schon wieder diese Version von ihm. Aber diesmal kill ich dich. Und zwar ganz ekelhaft, wenn ich dich kill. So, verreck. Geh kacken. Oh, ein weißes Herz. Pillen. Ich setze die nicht gerne ein, weil ich nicht weiß, was sie bringen. So, jetzt holen wir unser weißes Herz noch, das zweite. Dann haben wir das weiße Herz halt direkt. Macht keinen Unterschied. Ist schade, dass man das weiße Herz nicht irgendwie aufbehalten kann und das andere irgendwie weglegen kann. Sodass man halt zwei Herzen komplett bekommt, aber geht leider nicht. Wir müssen jetzt halt das eine da benutzen. Pillen setze ich ja wirklich ungern ein, aber das wisst ihr ja, weil Pillen wirklich so nervig sein können. Ich nehme lieber The Fool mit. Die hat ja Azazel direkt dabei, dass man sich direkt zum Beispiel... Oh nein, Curse of Darkness. Ich sehe gar nichts. Seien Sie, was passiert. Ab und zu können aber diese Glühwürmchen auftauchen. Okay, wir können Steine zerstören. Wir haben irgendein Item eingesammelt, was Steine zerstören kann. Oder kann das Ding Azazel von selber? Hä? Warum kann er das? Oh, Shoop the Woop. Ein Laser, der durch den ganzen Raum geht. Naja, schadet nicht. Die Bomben brauchen wir nicht. Ich muss mir aber merken, das auch einzusetzen, wenn ich es kann. Das vergisst ich gerne bei solchen Sachen. Mann, jetzt wurde ich getroffen wegen dem Lag. Vielen Dank. Kommt direkt unser Geld wieder. Karten könnt ihr ja... Karten könnt ihr, glaube ich, auch ausräumen. Münzen. Da kann man auch Dollar bekommen, dann bekommt man ganz, ganz viel Geld. Ich glaube 99. Ah, hier zum Beispiel. Hier war Shoop the Woop jetzt praktisch. Ich hasse diese Würmer. Also diese kleinen, die wo aus dem Boden kommen, nicht der krabbelnde Typ da, weil den kann man ja eh leicht killen. Solange man nicht 53 von diesen Typen im Raum hat. Vor allem, wir können Shoop the Woop schon wieder einsetzen. Bonusraum haben wir ja, wo wir Shoop the Woop gefunden haben. So, Shoop the Woop war jetzt hier sehr praktisch. Konnte ich den einen einfach instant weglasern. Oh, wir haben Chat freigeschaltet. Sehr schön.
Und wir haben schon volle Leben. Das ist echt cool. Also nicht ganz, aber fast. Aber wir hatten das ja schon oft, dass wir mit... Oh, Necropolis haben wir jetzt mal. Bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ich meine, klar. Ah ja, Moment. Ah ja. Die muss man ja sowieso sprengen, aber die Steine können wir jetzt ja wegmachen. Das heißt, total cool. Aber die Bombendinger, Steine sicher auch. Oh nein. Die kenne ich zu gut aus dem ersten Spiel. Die sind so nervig. Habt ihr diese Gegner auch gehasst? Also ich auf jeden Fall. Oh, tatsächlich, die sprengen sich. Sehr nett. Oh ja, wieder dieses Taurus-Item da. Können wir wieder Rage is Building. Da wird man halt immer asozialer, je mehr man besiegt. Bis jetzt geht es noch vom Schwierigkeitsgrad eigentlich. Ah, der Moon. Greed, ja sicher. Wieso muss dieser Blödmann mich treffen? Das ist total nervig. Oh nein. Ich habe das weiße Herz eingesammelt. Nein. Ja gut, wir haben Satanherzen davor. Vielleicht können wir es noch retten. Zumindest wenn wir direkt den Boss machen. Der Engel. Was macht der hier schon? Ich verstehe es, wenn ein Wurm schon direkt auftaucht. Aber warum ist der hier im Necropolis? Das ist total cool. Eigentlich brauchen wir für Steine gar keine Bomben mehr. So. Gehen wir unten lang. Oh, hallo. Das ist krass. Aber welches Item, was wir eingesammelt haben, ermöglicht uns jetzt, Steine wegzuhauen? Das ist total cool, wenn alle Steine im Raum zerlegen und hoffen, dass da was rauskommt. Ich glaube, aus Steinen kann was kommen. Es gibt halt diese besonderen Steine. Aber aus normalen kommt manchmal auch was raus. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Ah, dich kenne ich noch. Das bringt aber in unserem Fall nichts, weil wir haben einen Laser. Ah, dieses dumme Scheißteil. Warte mal, wie sieht der Laser aus? Muss ich mal ausprobieren. Nicht wirklich viel besser. Wir lassen es liegen. Ich sehe einen Bonusraum. Nicht wirklich. Ja, sicher. Oh, ich hasse sinnlose Räume. Vor allem noch, wenn man dann reingeht. Oh, ja, super. Vor allem, wenn man noch reingeht und dann Schaden kriegt. Das ist so ein blödes Drecksteil. Der Fool, ne? Hau mal alle Steine weg. Tatsächlich, das ist ein Schild. Sehr schön. Haben wir denn das eine Herz wieder, was wir gerade verloren haben? Aber ich finde die Musik ganz interessant, die hier ist. Nein! Nicht diese Scheißmaske! Gut, das ist dann aber wenigstens nur ein Gegner. Die Maske kann ich, glaube auch nur von vorne treffen, oder? Na gut, bei unserem Laser ist es wurscht. Ja! Die Maske ist tot. Und wir haben Leben. Sehr schön. Ah, mit dem kann man auch fliegen, mit diesem Mond. Der Roboter, weiß ich nicht, was der bringt. Keine Ahnung. Wenn da jetzt der Brimstone gewesen wäre, ich hätte ihn, glaub, genommen. Schließlich haben wir schon so viele Herzen. Ah, die Tiefen 2. Und Curse of Darkness. Ja, sicher. Hör auf mit dieser Scheiße. Bin ich... Ah, Schild. Ja, dann lass mal liegen. Den brauchen wir vielleicht später noch. Noch ein Schild. Ja gut, wir haben ja Luck bekommen, oder? Einmal oder zweimal. Einmal, glaube ich. Gerade weil wir schon so einen beschissenen Raum direkt bekommen haben. Vor allem, ich muss genau so nahe kommen, dass die mich mit ihrem Hals erwischen. Oh, das ist der Teufel-Typ. Ich habe dem eigentlich bisher noch nie was gegeben, weil der einfach einem Leben abzieht. Das mag ich überhaupt nicht. Oh, der Hello. Der schießt ja, wenn... Der schießt ja, wenn er stirbt.
Hatte ich gerade so das Gefühl, dass der geschossen hat, als er... Weil der hat genau immer geschossen, wenn er gestorben ist. Als er gestorben ist. Wenn er gestorben ist. What the fuck. So, wenn ich teilweise einen Blödsinn zusammenrede, das kann bei diesem Spiel gut passieren, wenn man sich gut sehr konzentrieren muss. Gerade wenn es so beschissene Gegner sind wie die da. Ich ramme mal die Steine weg. Das ist schon geil, dass man die ganzen Steine killen kann. Oder killen halt weg. Rammen kann. Ah, da oben ist so ein besonderer Raum wieder. Na gut, er muss nicht unbedingt besonders jetzt genau Scheiße wieder sein. Okay, ja, das war auch tatsächlich ein Haufen Scheiße. Wo halt viel Geld drin ist. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir haben keine Schüssel mehr. Und gerade bei Tiefen 2 könnten wir noch was bekommen. Deswegen bin ich ja noch auf der Suche. Das ist auch der einzige Grund, warum ich jetzt nicht direkt zur Mutter gegangen bin. Da ist auch schon der Bonusraum. Aber wir kommen nicht rein. Vielleicht kann ich das Schloss killen. Nein, das geht leider nicht. Wäre cool, wenn man jetzt die Schlösser auch aufbrechen könnte. Im Warm gibt es keine Bonusräume mehr. Also glaube ich nicht. Ich habe mal alles aufgedeckt gehabt und habe nichts gekriegt. Höchstens durch Geheimräume kann sowas noch passieren. Oh, da ist dieser Ultra Prize. Der ja wirklich jetzt der größte Witz war. Droppt das nicht Satanherzen oder sowas? Dark Rewards? Das hört sich irgendwie an, als ob ich Satanherzen kriegen würde. Mann, wieso droppt das Spiel keine Schlüssel? Ich hau alles weg. Leider nichts. Schade. Ja, Mama Gurdi ist assi. Ja, meine Schwester ist übrigens immer noch am Spielen. Am meisten gespielt. Die hat gerade Mama Gurdi besiegt. Ja, musst halt so einen Bonus. Musst einen Bonusraum im Wurm finden. Da kann es passieren, dass da nur Herzen drin sind. So ein Secret-Raum. Ich hab wieder ultramäßig. War gerade wieder ultramäßig, Erzaseel. Immer ein Schild mit. Schade, kein Schild. Wobei, vielleicht können wir einen bekommen, wenn wir den Typ hier umbringen, aber der droppt nichts. Eine Pille. Wo der ich nicht weiß, was sie bringt. Die ist bestimmt negativ. Ich nehme sie auf jeden Fall nicht. Ah, das ist wieder die aggressive Mutter. Die mir sogar lieber ist. Weil die nur angreift. Die spawnt nämlich nichts, aber die greift an. Und ihre Augen verschießen normale Dreierschüsse. Ich finde die viel leichter zu killen. Tot. Ich hab's ja gesagt. So, normales Herz. Okay. Was haben wir hier denn? Der ist cool, der verteilt Blut. Das kenne ich nicht. Das ist irgend so ein Auge. Auge. Das da kenne ich nicht, was auch immer das ist. Ich hau mal die Steine weg. Vielleicht bekomme ich einen. Das ist auf jeden Fall dieser riesige Boss-Rush-Raum, in dem wir schon einmal waren, aber ich glaube nicht, dass wir da das machen sollten. Nehmen wir das weiße Herz noch mit. Wir gehen in den Warm. Ich glaube, wir machen den Boss-Rush besser nicht. Ich meine, klar, wir können ihn machen, aber... Was bringt er mir für einen Vorteil? Schalte ich was frei dadurch? Wir können ihn dann anders mal machen. Ich habe gerade Bock, so weit wie möglich zu kommen. Oh, Glutoni. Der ja mit zwei Schüssen von uns schon tot ist. Ja, da ist der Schlüssel, den ich hätte brauchen sollen vorher. Schlüssel braucht man normalerweise die ganze Zeit. Und jetzt habe ich nur Bomben. Ich nehme keine Pillen. Normal sagt man, ich nehme keine Drogen, aber in dem Fall, ich nehme keine Pillen. Und jetzt wurde ich getroffen von seinem dämlichen Scheißvieh. Weil das Spiel meint, genau dann lenken zu müssen, wenn er angreift. Der ist schnell tot gewesen. Das ist diese Stecknadel.
Kackhaufen, was ist da drin? Ah, nee. Das kann nämlich wirklich richtig scheiße sein. Vor allem, wenn man einmal in diesen Duellraum reingegangen ist, kann man nicht mehr raus. Selbst wenn man sich raussprengen will, es geht nicht. Oh, Blutfliegen. Spinnen. Geh weg. Oh, ein Händler. Wir haben ja sehr viel Geld. Ja, wie sich das anhört, wenn man das wegmacht. Oh, der Kompass. Sehr schön. Dann wissen wir jetzt immer, wo der Boss ist. Okay, jetzt tötet es den einen Typ. Ah, Schlüssel. Wunderbar. Ah, gut, Kompass ist wirklich gut, weil dann wissen wir, wo der Boss ist. Der ist unten. Okay, dann schätze ich mal da lang. Wir können... Das Problem ist allerdings, um volles Potenzial zu haben, was die Karte betrifft... Ja, sicher, schieß von da oben. Die haben sich das abgesprochen, diese Blödmänner. Wenn man vom Auge stirbt, ist nicht untypisch. Ja, das ist nicht untypisch, dass man vom Auge stirbt. Heißt, du bist fünfmal hintereinander gestorben. Wieso verarzt er sie? Wieder diese blöden Gegner, die man eh schon 20 Mal gesehen hat. Vor allem von dem muss ich immer, wenn ich oh, ja. So, alle gekillt. So, alle Fleischhaufen weghauen. Des Todes. Oh nein, nicht Daddy Longleg. Ich hasse diesen Boss. Ich hasse ihn so sehr. Vor allem, ich verstehe auch nicht, was ich bei dem machen muss. Was das Ausweichen betrifft. Ja, wenn da, vor allem, wenn das Spiel dann dazu meint, es müsse noch lecken. Ich check diesen Boss teilweise überhaupt nicht. Teilweise weiß ich auch überhaupt nicht, kann ich den jetzt treffen, kann ich ihn jetzt nicht treffen. Ja, geh verrecken, du Scheißboss. Bei dir man, bei dem eh kein Mensch eine Ahnung hat. Weißt du? Okay, geh mal zurück. Ist krass, wie viel Leben wir schon inzwischen haben. Weißt du, da muss immer genau der Boss spawnen, von dem ich null Ahnung habe. Daddy Longleg, der ist so... Der ist so richtig der Arsch. Bei dem weißt du nicht, ob er, was er tut. Ich meine, klar, der holt seine dummen Füße und Arme runter und du hast keine Ahnung, wo die einschlagen. Oder schlagen die mal am selben Punkt ein. Das glaube ich jetzt aber wirklich nicht. Bei Zizun waren die auch nicht irgendwie. Das war ja irgendwie merkwürdig. Oh, Schlüssel. So, beim Boss finden wir noch was. Hier, genau das, was wir brauchen. Gut, wir haben jetzt durch irgendeinen Scheiß wieder Schaden gekriegt. Was war das vorhin? Wir bräuchten eigentlich nur ein Herz, dann wären wir wieder voll. Aber gut, vielleicht kriegen wir noch im nächsten Warm noch. Ja, sicher, wieder einen Schlüssel verbraucht. Aus Versehen, aber gut. Viel müssen wir mit den Schlüsseln sowieso nicht mehr machen. Weil wir sind eh schon wieder gegen Ende des Spiels. Gut, das Herz haben wir ja schon 10.000 Mal besiegt. Oder It Lives. Ja, mit Azazel ist der Run echt, finde ich, jetzt am leichtesten, habe ich gemerkt. Zumindest wenn man ihn spielen kann, halbwegs. Das mit dem Blut muss man halt heraus, das mit dem Laser. Da kann teilweise sogar ein Fliegen-Item kommen, das ist ziemlich praktisch. Ich weiß gar nicht, was passiert eigentlich, wenn man das zu oft macht? Stirbt er dann irgendwann? Ich mach einfach irgendwas, komm.
Wieder gewonnen. Einmal hat er mir so ein Fliegen-Item gegeben. Das weiß ich noch. Also nicht bei irgendeinem Let's Play Part, aber wo ich The Lost freigespielt habe, da hat er mir so ein Fliegen-Item gegeben. Oh, Herzen, sehr schön. Das Schöne ist, wenn man Eclipse besiegt hat, kann man ja zurück. Das heißt, wir können uns dann wieder auftanken. Falls wir jetzt hier 10.000 Herzen gewinnen. Oh, Master Key. Ich nenne ihn Master Key. Ich meine, was ist es denn sonst? Ja, noch mehr Herzen. Wir holen jetzt da lauter Items. Vor allem, wenn man falsch liegt, muss man immer mit so einer scheiß Fliege arbeiten. Die dann einen angreift, vor allem noch. Bäh. Jetzt reicht's. Was passiert dann nicht, während er tauscht? Oh! Cancer. Krebs. Aber ich glaube, das macht unseren Schaden runter, glaube ich. Ich weiß gar nicht, das macht auf jeden Fall Speed, aber Speed brauchen wir nicht. Wo ist der Boss? Unten. Okay, dann werden wir wahrscheinlich hier lang müssen. Oh, Rainbow! Scheiße. Dann können wir uns damit auf jeden Fall heilen. Das heißt, wir können Eclipse ruhig Schaden nehmen. Das ist dann egal. Dann können wir Shale sogar mit vollem Leben machen. Also ich würde gerne nochmal den Satan besiegen. Noch ganz kurz schießen, aber lohnt sich nicht, weil man nicht den vollen Schaden dann aus dem Laser rausholen kann. Okay, das war doch eine dumme Idee. Ich habe Schubdewob jetzt mal genutzt. Der war jetzt ja auch bitter nötig, wegen diesen blöden Augen. War das doch der falsche Weg. Weil der Kompass, der zeigt ja ungefähr an, wo wir hin müssen. Okay, da oben ist so ein Buchraum. Und ein Schlüsseltyp. Moment, wir haben ja unendlich Keys. Okay, der zieht mir doch die Schlüssel ab. Der droppt ja Schlüssel, Truhen. Oh! Oh nein! Das ist die Bombenfliege. Der hat uns die Bombenfliege geschenkt. Die hilft uns jetzt. Allerdings wird diese Fliege jedes Mal, wenn sie einen Gegner berührt, explodieren. Das heißt, es ist wieder so ein asoziales Item, das einem nur nichts, das einem gar nichts bringt. Okay, hier ist das Pentagrammbuch. Das könnte uns sehr, sehr nützlich sein. Ich tausche da Schubdewob aus. Weil dann können wir unseren Schaden nochmal ordentlich maximieren. Boah, halt doch die Fresse, Isaac oder Azazel oder wer du bist. Dein nerviges passt da überhaupt nicht. Da ist die Mutter schon wieder. Hau ab. Hau ab. Der Teufelhändler. Ja, der gibt dir Schilde, wenn er. Wenn's. Der normale gibt dir Leben, glaube ich. Wahrscheinlich genau das Gegenteil, also wird er Leben bringen. Schild, sehr schön. Das ist ein abgekauft. Wie viel? It's broken. Gut, versuchen wir es mal. So, wir nutzen das Pentagrammbuch. Da hat man es gerade gesehen. Die Fliege ist gerade eingeschlagen. Ich habe wieder ein ganzes Herz verloren wegen diesem blöden Scheiß. Gut, Eclipse kriegt auf jeden Fall ordentlich Damage. Und wir haben wieder unseren Unbesiegbarkeitsbuff. Los, flieg rein, Fliege. Oh, jetzt fliegt sie nicht rein. Also genau dann geht wieder Eclipse nach oben. Eigentlich muss man sich hier oben verstecken. Okay, der zielt doch ein bisschen so auf mich. Okay, nicht wirklich. Der schießt halt irgendwie so ganz komisch. Ich habe nur gewartet, bis sie den Gegner gekillt hat. Oder das Herz, was auch immer, wie man es nennt. In dem Fall müsste es ja Eclipse heißen. Der Boss heißt ja jetzt Eclipse. Bei Eclipse verliert man halt auch echt richtig viel Leben. Die Seeschriftrolle, oder was? Ah, die macht irgendwas. Die macht irgendeine Fähigkeit. Gut, dann gehen wir jetzt zurück und nutzen den Regenbogen-Kackhaufen.
der uns dann wieder volle Lebensenergie beschert, hoffentlich. Tatsächlich, wir sind wieder voll. Sehr schön. Der macht uns tatsächlich wieder voll. Das sind die ganz gefährlichen Dinger, die sollte ich nicht rammen. Da kommt nur Blut raus. So, hier ist nichts. Da ist nochmal ein... Ja, da ist nochmal der Raum. Versuchen wir nochmal ein Schild rauszubekommen. Leider nicht. In die Kathedrale gehen wir ja nicht, oder? Nee, wir wollen Satan machen. Ich habe ja jetzt beide schon einmal gemacht, aber ich versuche nochmal Satan zu besiegen. Auch wenn wir es wahrscheinlich sehr, sehr, sehr mies draufgehen werden. Wobei ich sagen muss, wenn man The Fallen easy killen kann, also wirklich leicht killt, und es irgendwie packt, ihn zu killen, dann hat man eigentlich schon viel geschafft beim Kampf. Weil man Satan... Ich finde die erste Satan-Phase total schwierig. Aber die zweite ist dann... Naja, die ist nicht so schwer im Gegensatz, finde ich. Also wo wir es dann auch geschafft haben, habe ich... Und wo wir es ganz knapp nicht geschafft haben. Ich glaube, das war das dritte Mal, wo wir Satan versucht haben. Wo wir es ganz knapp nicht gepackt haben. Ach du, da explodiert es. Ah, jetzt habe ich die Bombe da. Ja gut, die liegt da immer noch. Achso, hast du wieder Curse of Unknown. Ja, das habe ich gerade auch. Also, ja, dann kann es sein, dass du noch wiederbelebt bist. Stimmt, wir wissen ja, wo wir hin müssen. Oh, fuck. Satan ist ganz unten in der Ecke. Das kann wieder irgendwo sein. Moment, ich mache hier. Ja, die können ja nicht rüber. Das wusste ich irgendwie. Ich meine, die laufen ja. Jetzt habe ich mich von dem... Jetzt bin ich eh schon so sicher und dann lasse ich mich trotzdem treffen. Das ist unglaublich. Also, wir können auf unser Guthaben schreiben. Wir haben ein Herz verloren. Wieder ein sinnloser Raum, der nichts bringt, bis auf ein... Ja, danke, Fliege. Und wieder ein Schild, der nichts bringt. Okay, dann war das doch wieder alles umsonst. Ja gut, der eine Raum vielleicht. Beim Sheol hasse ich es wirklich, wenn man irgendwo in einen Raum reingeht und der Raum absolut nichts bringt, außer Mist. Okay, gut, das war jetzt... Der ist jetzt eh leicht, weil... Ich meine, wir haben einen... Ja, sicher! Was ist jetzt da schon wieder explodiert, bitte? Hey, da lebt was. Achso, die Fliege lebt da noch. Ich dachte, das wäre meine. Hä, hey, ich bin voll. Achso, wahrscheinlich, weil ich den Schild verloren habe. Ja, Greed wahrscheinlich. Nochmal Fistula. So heißt der Boss. Ah ja, bei der Upgrade-Version kommen ja Bomben raus. So Bomben fliegen. Und ich wundere mich, warum es explodiert. Aber es ist mir gerade vorhin nicht aufgefallen, was da anders ist. Ich habe mir ja gedacht, was ist jetzt an dem anders, weil er so blau ist. Volle Leben haben wir anscheinend, weil mehr können wir nicht haben. Aber ich versuche nachher noch... Oh, da ist wieder der falsche Isaac. Der nicht angreift, weil wir Laser haben. Los, Bombe, fliege. Flieg rein. Ich versuche ihn da in die Bombenfliege reinzusteuern. Okay, jetzt können wir ihn eh zusammenrammen. Und er ist tot. Ich finde das so geil, wenn man unbesiegbar ist. So, da ein Raum noch, dann kommt er. Ah, die kennen wir ja noch. Die sind eh nicht so schlimm. Zumindest haben sie sich bis jetzt immer relativ leicht killen lassen. Das Einzige, was man wissen muss, ist, dass sie explodieren wieder mal. So scheiß Explosionsgegner. Ah, ein Schild. Sehr schön. Okay, jetzt kommt Satan. Versuchen wir es einfach. So, Pentagramm einsetzen. Vorsicht, da kommen Explosionstypen. Ja, lass mal die gleich explodieren. Als erstes kommt natürlich die normale Bossmucke, weil der Fallen. Ist voll fies, dass man den und The Fallen besiegen muss. Fuck, jetzt ist es genau dann vorbei gewesen. Boah, Satan ist total fies. Diesen einen Angriff, den er mit den Armen macht, der ist übrigens neu, also der... Oh, 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 oh. Jetzt kommt wieder der asoziale Satan-Fight. Er hat wieder seinen Gegner zermatscht. Irgendwie kommt immer nur eine Hufe von ihm runter.
Irgendwie spawnen ja keine Gegner, ist das normal? Eigentlich ja nicht, ne? Ja, wir haben ihn gekillt. Eine Truhe. Eine Truhe? Ach so, wahrscheinlich, weil wir jetzt in the chest reinkommen. Jetzt kommen wir wahrscheinlich in die Truhe rein, so wie beim alten Isaac. Wenn man nämlich die Kathedrale geschafft hat, oder Satan, je nachdem, dann kommt man danach in die Chest gehen. Dort kommt dann Blue Baby als Boss. Und der benimmt sich wie der Isaac-Boss, ziemlich ähnlich. Nur wesentlich stärker. Der macht halt wirklich zielsuchende Schüsse und da ist man wirklich ratzfatz weg. Also wenn man da nicht auch gut ausgestattet ist, ist es vorbei. So. Und da wir nicht wissen, wie viel Leben wir wirklich verloren haben, muss ich jetzt hier noch ein bisschen Leben sammeln gehen. Ja, mit Azazel ist es wirklich easy. Nochmal ein Herz. Verfinden wir noch einen Bonusraum. Guck mal, das sieht ziemlich verdächtig aus, die Stelle. Nein, leider nicht. Das ist das Pentagrammbuch. Das ist das, dann kriegst du extra viel Damage. Wieso hattest du das mal? Hallo, jetzt leckt das Spiel vor allem. Jetzt, wo gar nichts mehr los ist, nur weil die Fliege herumfliegt oder was. Achso, ja, das würde ich nicht abkaufen. Das gibt's normal auch. So, ab in die Chest. Hä? Hä? Oh, jetzt kommt wieder das Satan-Ende. Hä? Warum das denn? Oder ist das wieder ein anderes Ende? Ne, das ist wieder das Ende. Hä? Das ist wieder das Satan-Ende. Okay. Okay, wir haben das Spiel geschafft. Oh! Wir haben aber ein weiteres Puzzleteil bekommen. Muss ich jetzt entweder... Muss ich jetzt die ganze Zeit Satan killen, oder was? Das ist ziemlich merkwürdig. Okay. Hatten wir... Ne, Ende 13 ist ja Isaac gewesen, ne? Ja, das ist Isaac. Passt. Nur, dass ich es weiß. Okay, dann müssen wir wohl um... Vielleicht müssen wir, um die anderen neuen Stages zu betreten, müssen wir vielleicht Isaac und Satan killen. Irgendwie ist komisch. Bei Isaac haben wir ja gar nichts gekriegt, aber bei Satan schon. Ja gut, wir werden jetzt die nächsten Male auf jeden Fall weiter Isaac, Satan killen. Und beim nächsten Mal werde ich dann auch mal wieder jemand anders spielen. Weil jetzt haben wir ja Azazel schon jetzt zweimal wieder hintereinander gespielt. Haben wir ja beim letzten Mal Isaac besiegt, ja. Dieses Mal haben wir jetzt wieder Satan besiegt. Das ist schon mal sehr schön. Ich finde es schön, wenn wir mal so wieder hintereinander mal wieder Bosse, also wirklich das Spiel durchschaffen, weil jetzt ist es ja wirklich extrem schwer geworden, weil jetzt müssen wir ja, um das Spiel überhaupt beenden zu können, Satan oder Isaac besiegen. Und das ist wirklich nicht einfach. Der Moon. Geheimraum, glaube ich. Oder nee, in den Händlerraum. Nee, Geheimraum war das. Glaube ich. Ich glaube, Geheimraum. The Stars bringt dich ja zu Ding. Und The Sun tötet Gegner. Naja, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Man sieht sich. Ciao. So viel gebracht. Oh, ich sehe es. Komm, du planst irgendwas. Hallo? What the fuck?